Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Mein heutiger Telefongast ist Illobrand von Ludwiger und es geht um den Physiker Burkhard Heim. Natürlich kann man sich ja wieder bei dieser Sendung live beteiligen, wie mittels Cropfm, cropfm.mur.at, das ist die Website von Cropfm, und dann einfach auf Cropfm klicken. Hannes schreibt, ich höre nichts mehr, also ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Ja, ich sehe diese Fragen hier ein und gebe sie gerne an den Telefongast weiter. Newsletter gibt es zu dieser Sendung. Anmelden dazu kann man sich ebenfalls auf der Website von CropFM, cropfm.mur.at, wird alle zwei Wochen ausgeschickt und informiert über die kommende Sendung. Man kann uns gerne oder mir gerne mailen, cropfm@mur.at. Es gibt zu dem Ganzen ein Hörerinnenforum und auch erreichbar über die Startseite, und in dem man sich dann eben austauschen kann. Einen Podcast gibt es schließlich auch, beziehungsweise ein Archiv, in dem sich alle bisherigen Sendungen online finden. Alles unter cropfm.nur.at. Zu seltsamen Mitteln greift man natürlich in Krieg. Pentagon explores human fear chemicals. Now the US Army is trying to track down and harness people's smell of fear. The military has backed a study on the identification and isolation of human alarm pheromones, which focused on the preliminary identification of steroids of interest in human fear sweat. Und das ist natürlich sehr spannend, denn wenn die Feinde alle Angst bekommen, dann laufen sie davon und schießen nicht zurück. Allerdings kann man solche Dinge natürlich auch für andere Sachen einsetzen, und deshalb ist es eigentlich gar nicht so lustig. Stephenville Airport Videotape of UFO Symbols. Tja, da gab es natürlich viel Aufregung drum. Das ganze Video, das wir in der letzten Sendung besprochen haben, als Linda Moulton Howe zu Gast war, ist jetzt online gegangen. Gleich darauf ein Beitrag von einem Herrn Sparks a Bit. Ich glaube, auf YouTube ist das oder auf Google Video. Und es zeigt, wie er den Stern Sirius filmt im Nightshot-Mode. Und tatsächlich, also die Figuren, die da entstehen, sind sehr ähnlich. In dem Video von Herrn Caron, das also diese ursprünglichen Symbole unter Anführungszeichen zeigt, sieht man aber zuerst dieses Objekt, das er da eben gesehen haben will, ein scheibenförmiges Objekt. Und es fängt erst dann an, Figuren zu machen. Und nachdem sich die Lichtverhältnisse dann nicht verändern können, und auch dieser Nightshot-Mode, also diese 15 Frames, die sich Linda nicht erklären konnte, die kommen wahrscheinlich vom Nightshot-Mode, keine Ahnung. Ich nehme mal an. Die sind schon vorher da, aber dann fängt es plötzlich an, Figuren zu machen. Und
damit die Verwirrung komplett ist, hat mir auch noch jemand im Forum ein Video gepostet. Da sieht man über Mexiko solche Dinger, die da die Form verändern, und das Ganze wird von Jaime Maussan kommentiert. Und das Ganze zeigt sehr Ähnliches, und das am Tag. Und ein weiterer Vielleicht-Hoax ist wieder in die Schlagzeilen gekommen auf Linda Moulton House-Website. Mysterious Aerial Drones, Oklahoma and Arkansas. Und alle sind überzeugt, dass das garantiert ein Hoax ist. Erstens sind die Aufnahmen ja viel zu scharf, und zweitens ist das Ding auch schon in einem Pop-Video aufgetaucht, das habe ich auch gesehen. Aber das, was alle da vergessen, sind die Augenzeugen. Und zwar berichtet da zum Beispiel eine Dame, ich zitiere: "The strange thing got closer and closer and had all kinds of arms and legs on it and spirally things, top wires going up into the air and lights all over it. And it had writing on it that looked like a foreign language." Und das hat sie so beschrieben, bevor sie die Fotos gesehen hat, die Linda Hau dann zugeschickt hat. Und zwar ist das gemacht worden, diese Beobachtung, in Hartshorne, Oklahoma, im Juni 2003. Und naja, ich meine, eigentlich ist es ja so, wenn nur ein einziger dieser Sichtungen von diesen Hunderttausenden unerklärlich ist, dann haben wir, wenn man so will, ein Problem. Eine andere Story, die zuerst von Michael Saylor, glaube ich, heißt der Mann, aufgebracht wurde und dann dementiert und wieder bestätigt wurde. Jetzt, es geht also um diese angebliche UFO-Debatte, die in der UNO stattgefunden hat, in New York, glaube ich. CropFM berichtet in den News, und auf Exopolitik hat Robert Fleischer jetzt auch einen Artikel veröffentlicht, der besagt, was bislang als Gerücht die Runde machte, ist jetzt bestätigt. Vom 12. bis 14. Februar fanden bei den Vereinten Nationen in New York geheime Beratungen statt, auch über die Frage, wie mit den anhaltenden UFO-Sichtungen umzugehen sei. Die Teilnehmer seien sich über die Anwesenheit der Besucher einig gewesen, so Gilles Laurent, der in seiner Eigenschaft als Luftfahrtexperte und Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Frankreich, CNRS, an den Beratungen teilnahm. Viele Gegenstimmen gab es dazu, wie schon gesagt, und dann von Whitley Strieber etc. Und Dr. Michael Saylor hat da jetzt einen Artikel online gestellt, der sich mit diesen Gegenstimmen, wenn man so will, auseinandersetzt. Und es kam natürlich die Glaubwürdigkeit des Hauptzeugen unter Beschuss, des Herrn Gilles Laurent, aber andere Quellen bestätigen nun wieder, dass dieser Mann schon ist, wer er ist. Und naja, im Endeffekt, das wäre schon eine ziemliche Sensation, wenn sich in der UNO hochrangige Vertreter aus verschiedenen Ländern treffen, um diese Sache zu besprechen. Aber es wäre auch dringend notwendig, denn die Spatzen pfeifen sich schon von den Dächern, oder auch Astronomen. Astronomers claim contact is coming. Und der 76-jährige Dr. Frank Drake, der 1961 SETI gegründet hatte, sagte in einem BBC-Interview: "Everything has caused us to become more optimistic." Und dann weiter: "We really believe that in the next 20 years or so we are going to learn a great deal more about life beyond Earth, and very likely we will have detected that life and perhaps even intelligent life elsewhere in the galaxy." Und solche Aussagen gibt es immer mehr, wie ich nicht müde werde zu sagen, und mir kommt halt vor, da ist irgendwas im Rollen, die Frage ist nur, was? Hussein's pre-war ties to Al-Qaida discounted. Laut einer Pentagon-Untersuchung ist die Achse Saddam Al-Qaida mehr oder weniger reine Erfindung, und die Supermacht ist dafür in den Krieg gezogen. Nicht wirklich eine Überraschung, muss ich sagen. Und die Frage ist natürlich, was erfinden die sonst noch so? Die Homepage von Bernhard Reicher, bernhardreicher.at, wurde ordentlich überarbeitet und erstrahlt nun in neuen Glanz. Auf jeden Fall wert sie sich anzusehen. Gibt es hier interessante Infos drauf. Und natürlich auch vielleicht einmal sich die eine oder andere Sendung mit Bernhard Reicher wieder mal anzuhören. Davon gibt es, glaube ich, sieben, ich habe nachgeschaut.
Und es gibt eine Online-UFO-Datenbank, nur auch für Österreich und die Schweiz. Also wenn jemand irgendwas Seltsames sieht und nicht weiß, wie man es erzählen soll, einfach in die Datenbank. Vielleicht kann irgendjemand was damit anfangen. Und während wir uns da über UFOs den Kopf zerbrechen, stirbt der Planet, so meinen zumindest die nordamerikanischen Indianer. Und die trafen sich bei einem Maya-Tempel und inmitten von Pyramiden in Mexiko, glaube ich. Und sie sagen, our Mother Earth is being polluted at an alarming rate and our elders say that she is dying, said Raymond Sensmeyer, a Tlingit leader from Yakuta, Alaska. The way the weather is around the world, a cleansing is needed. Ja, das, meiner Meinung nach ist es schon so, dass das Wetter sich seltsam benimmt. Ob das nun wirklich das CO2 ist, das dran schuld ist, ist eine andere Frage. Al Gore soll jetzt irgendwie verklagt werden vom Gründer des Weather Channels. Ja, okay. Aber ja, also warum? Ja, bin ich offen für Vorschläge. Aber dass es so ist, scheint mir ziemlich sicher. Geht es nicht nur um eine Legende, auch mein heutiger Telefongast ist eine Legende, Eloband von Ludwiger, geboren am 20.07.1937 in Stettin, studierte Physik, Chemie, Mathematik und Astronomie, war 2 Jahre an der Universität Sternwarte in Bamberg tätig und erwarb 1964 an der Universität Erlangen sein Diplom als Astrophysiker. Seither arbeitet er in der Luft- und Raumfahrtindustrie als Systemanalytiker. Unter anderem gehörte er zur Startmannschaft der Europarakete Eldo 1966 in Woomera, Australien. Ende der 50er Jahre lernte er Burkhard Heim kennen und pflegte eine sehr enge Freundschaft, glaube ich, bis zu Heims Tod im Jahr 2001. Und es gibt noch eine andere Seite seines Ludwigers, nämlich 1974 wurde er zum Leiter der zentraleuropäischen Sektion des Mutual UFO Networks. Es ist eigentlich gar nicht so viel anders, muss ich sagen, aber für manche vielleicht ein Widerspruch. MUFON von CES auch genannt, und zwar in Feldkirchen-Westernham, einer privaten Vereinigung von Wissenschaftlern zur Untersuchung unidentifizierbarer Flugobjekte. Sein bisheriges Werk beinhaltet unter anderem theoretische Arbeiten zum Problem der Gravitation und zur einheitlichen Feldtheorie, Simulationsprogramme für Satelliten- und Flugkörperlenkung, Radar- und Infrarottechnik etc. Und in Anerkennung seiner langjährigen, streng wissenschaftlichen Untersuchungen der UFO-Phänomene erhielt er 1990 den Dr. A. Hedri-Preis für Exopsychologie an der Universität Bern. Auch ein sehr interessantes Gebiet. Noch nie davon gehört eigentlich, Exopsychologie. Gut, und dieser Mann ist, wie gesagt, heute bei mir zu Gast, was mich sehr freut. Wir werden jetzt anrufen. Und dann geht's hier weiter mit Ilobrand von Ludwiger, der uns über den Physiker Burkhard Heim und dessen Weltbild erzählen wird. We'll be right back.
heute zu Gast Hillebrand von Ludwiger. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Lubert. Sie sind gerade in Göttingen, nehme ich an? Nein, ich bin jetzt in der Nähe von München. Ah, okay. Gut. Ja, freut mich, dass diese Sendung heute zustande kommt. Ich habe von Burkhard Heim schon vor 10 Jahren das erste Mal gelesen. Ja. Fand das natürlich extrem spannend. Und habe die letzten 8 Jahre, kann man sagen, versucht, jemanden zu finden, mit dem ich mal eine Sendung machen kann. Und das habe ich endlich getan, wo ich mich sehr freue. Daher würde ich sagen, gehen wir gleich in Medias Res. Sie habe ich schon vorgestellt. Und ja, Burkhard Heim, wer war dieser Mann? Ja, also ich kann dazu etwas sagen, weil ich ihn 41 Jahre lang gekannt habe, habe ich jetzt festgestellt. Und zwar seit 1957, da bin ich ihm das erste Mal begegnet, unter einer sehr merkwürdigen Voraussetzung, denn man hat mich auf dieser Tagung, die in Frankfurt stattgefunden hatte, im November 1957, im Anschluss an seinen Vortrag verhaftet. Und okay. So kam das sehr merkwürdig zustande. Und zwar hat man damals gedacht, ich wäre ein Agent und würde mich für die Theorie so interessieren. Was ich gemacht habe, war, dass ich zu dem Veranstalter gegangen war und gefragt habe, ob ich das Tonband kriegen könnte. Ich habe den Vortrag nämlich nicht verstanden. Mir ging es so wie allen anderen Anwesenden, das waren ja Techniker und Ingenieure, damals, die auf der Raumfahrttagung auch Heims Vortrag gehört hatten, niemand hat was verstanden. Das war ja schwere theoretische Physik. Und da habe ich dann gemerkt, man darf sich nicht zu sehr interessieren für diese Dinge. Naja, es hat sich nachher aufgeklärt. Ein anderer hat nämlich das Tonband versucht, nach Amerika zu schleusen. Naja, und so kam ich also mit ihm in Verbindung. Er hat gesagt, na kommen Sie doch zu mir, dann erzähle ich Ihnen mal die ganze Geschichte und dann habe ich ihn da persönlich kennengelernt in Göttingen. Ja, was für ein Angebot. Ja. Also das kann man doch kaum ausschlagen. Daraus ist dann nachher eine Freundschaft geworden. Ja, und Sie waren damals... Ich war noch Student, ich hatte noch in Hamburg studiert und hatte bloß vorher, also 1954 schon von ihm in einer illustrierten Zeitung gelesen. Und zwar darüber, dass er, der Burkhard Heim, einen neuen Raumfahrtantrieb entwickelt oder vorgeschlagen hatte. Und zwar einen Feldantrieb, dass man also nicht mit Raumschiffen, mit chemischen Treibstoffen interstellare Reisen machen könnte, sondern wenn man interstellare, also zwischen den Sternen fliegen sollte, man eigentlich einen Feldantrieb bräuchte. Und damit ist er 1952 in Stuttgart auf der Internationalen Astronautischen Tagung bekannt geworden. Er war aber damals noch Student und durfte deswegen darüber nicht publizieren. Das hätten seine Professoren dann ihm übel genommen. Und also da habe ich nun also in dieser Illustrierten etwas von ihm gelesen und war da ganz begeistert, denn zur gleichen Zeit hatte ich das Buch Der Weltraum rückt uns näher von Major Keyhoe gelesen, wo zum ersten Mal über fliegende Untertassen berichtet wurde. Und die Dinge, die, was man heute UFOs nennt, hätten sich ja so, wie stand in diesem Buch drin, so bewegt, wie der Burkhard Heim mit seiner Raumschiffversion auch fliegen wollte. Er sagte, mein Raumschiff müsste schweben können, es müsste unabhängig sein vom Vakuum oder von Luft und könnte beliebig schnell Beschleunigung und so weiter. Und da habe ich gedacht, das passt ja irgendwo zusammen und war deswegen Feuer und Flamme, denn in meiner Familie waren wir alle etwas raumfahrtbegeistert. Mein Vater hatte den Schlüssel zum Weltraum, wie er immer sagte. Er war nämlich eigentlich als Physiker, Dr. Herbert von Ludwiger, 1933 zum Raketenflugplatz Berlin-Reinickendorf gekommen und war da einziger Theoretiker unter den vielen anderen. Da ist Werner von Braun rumgelaufen, als 18-Jähriger hat er Sauerstoffflaschen getragen und Rudolf Nebel hat das Ganze geleitet.
Und Hermann Obert war ein guter Bekannter von meinem Vater. Mein Vater ist schon 1938 gestorben, deswegen ist er nicht nachher in Peenemünde gewesen, was wahrscheinlich dann der Fall gewesen wäre, wenn er noch weiter gelebt hätte. Aber so hatte ich die ganzen Bücher schon und das ganze Interesse geerbt an Raumfahrt. Ja, unglaublich, also lauter illustre Namen. Aber wenn Sie jetzt sagen, ein Feldantrieb, dann sind wir eh schon in medias res quasi, denn das, soweit ich das jetzt gelesen habe, passiert, indem Photonen in Gravitonen umgewandelt werden, werden sollen, was natürlich jetzt für einen Nichtphysiker völlig unverständlich und abstrakt klingt. Daher fangen wir vielleicht einmal von vorne an. Also Burkhard Heim war ja, durch einen Unfall schwerst behindert. Ja. Also er hat 1944, einen Laborunfall und verlor dabei, glaube ich, praktisch sein Gehör, beide Hände, ja. 90% des Sehvermögens und fast das ganze Gehör. Man hat es ihm später wiedergeben können, da hat man künstlich Hammer-Amboss-Steigbügel wieder eingebaut, aber zwischendurch war er mal ganz gehörlos. Also es war schon eine schlimme Geschichte damals. Ausgerechnet an dem Tag ist, als er in der Chemisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin diesen Unfall hatte, mit 19 Jahren ist ein Arzt da gewesen, der hat ihn notdürftig zusammengeflickt, sonst hätte er sicher nicht überlebt. Es war ja im Mai 1944. Und kurze Zeit darauf musste er auch noch um sein Leben fürchten, weil es Bombenangriffe gab. Potsdam wurde schwer bombardiert und das kam alles noch dazu. Okay, aber er hat es überstanden und dann eigentlich eine Karriere, kann man gar nicht so sagen, aber ein Leben begonnen, das meiner Meinung nach völlig beispiellos ist. Und vielleicht gehen wir jetzt in die Dinge, mit denen er sich beschäftigt hat. Ja. Also ist bekannt als Heimsche Theorie. Es gibt auch einen Link auf den Arbeitskreis Heimsche Theorie, den Sie, nehme ich an, mit anderen betreiben, wo Sie einfach versuchen, dieses enorme Werk aufzuarbeiten, das ja, also es geht ja... Was natürlich sehr schwierig ist, wenn es so viel ist von einem Mann, der viel gearbeitet hat. Manchmal hat er 48 Stunden hintereinander an der Tafel dann mit seiner Starrbrille gearbeitet und die Arme, da hat er sich ja Spaltenarme machen lassen, die haben dann ein verlängertes Kreidestück getragen und da hat er gearbeitet. Der hatte eine Energie, die kaum bei einem anderen zu finden ist. Ja. Vergleichbar mit dem Stephen Hawking etwa. Man findet übrigens ein Foto am Ankünder, da sieht man also auch diese Spaltarme, die Sie erwähnen. Und er hält auch das Modell dieses eiförmigen Raumschiffs, was mich besonders gefreut hat, in Händen und daneben seine Frau Gerda, glaube ich, heißt sie. Ja, Gerda Heim. Die hat Gerda, genau. 1950 geheiratet, eine ehemalige Opernsängerin, ja. Genau, und also in den 50ern war seine Theorie offensichtlich schon recht weit fortgeschritten. Naja, es ist ja so, er hatte 1949 erst angefangen, Physik, Mathematik und Astronomie zu studieren. Bevor Chemie, also alles mit seinem Vater, der ihm Augen, Ohren und Hände bereitstellte und er stellte dafür sein Gedächtnis zur Verfügung. So haben die beide zusammengearbeitet. Er hat ein unglaublich gutes Gedächtnis, fast ein absolutes Gedächtnis, konnte sich alle Formeln merken, auch die Seiten, auf denen diese Formeln standen, und das hat ihm geholfen. Aber als Student hat er viele Operationen noch mitmachen müssen. Deswegen war sein Studium immer so ein bisschen schwierig. Er hat manchmal die Vorlesung besucht und dann musste er wieder zurück. Augenoperation oder Armoperation, Ohroperation. Und während dieser schwierigen Zeiten und der furchtbaren Schmerzen, die er hatte, da hat er versucht, da die allgemeine Relativitätstheorie Einsteins noch mal gründlich zu lernen. Und das hat ja auch dann sein Lehrer Karl Friedrich von Weizsäcker, bei dem er später beim Max-Planck-Institut in Göttingen gearbeitet hatte, ihm schon sehr früh bescheinigt, 1952. Der hat er ans Versorgungsamt in Hildesheim geschrieben, die ihm sein Studium bezahlten,
dass der Burkhard Heim sehr gründliche Kenntnisse in der allgemeinen Relativitätstheorie bei dem Nobelpreisträger Max von Laue erworben hatte und bei ihm auch bis hin zu der einheitlichen Feldtheorie, die gerade damals erschienen ist. Kaum einer der Physiker hat es verstanden. Da hat sich Heim schon mit beschäftigt und wusste, warum dieser Ansatz vom Einstein nicht zielführend ist. Ja, aber das war 1953 und Jahre, nachdem er überhaupt begonnen hat. Ja. Okay, und 1954, an dem Tag, als er begonnen hatte, im Max-Planck-Institut für Physik in Göttingen seine Diplomarbeit beim Weizsäcker zu bearbeiten, übrigens über Verdichtungsfronten beim Krebsnebel, also eine astrophysikalische Arbeit, da hatte er nebenher schon den Ansatz zur richtigen einheitlichen Feldtheorie, die zielführender ist, und wollte da den Einstein auch noch unterrichten, hat ihm im August noch einen kurzen Abriss seiner Theorie geschickt, aber Einstein war da schon zu krank und hat es nicht mehr lesen können, aber sein Mitarbeiter, der Mathematiker Václav Chlavatý, der dann später auch ein Buch über die einheitliche Feldtheorie geschrieben hat, der hat das gelesen und hat ihm auch zurückgeschrieben und gesagt, dass er sehr interessiert, außerordentlich interessiert ist und an diesen Ergebnissen interessiert ist, wie das weitergeht. Also das muss man wissen, dass er als Student schon eigentlich die wesentlichsten, die wichtigsten Sachen, die Einstein noch bis zu seinem Leben bearbeitet hatte, mitverstanden und verbessert hat. Und Einstein arbeitete ja an der, salopp gesagt, sogenannten Weltformel oder auch vereinheitlichen... Naja, Weltformel nicht. Also er versuchte nur zunächst mal, nur ist gut, das hat man ja heute immer noch nicht raus, versuchte erstmal Gravitation und Elektromagnetismus zu vereinigen. Genau. Das ist ihm nicht gelungen, aber dem Heim ist es jedenfalls in der Theorie gelungen und er wollte das dann experimentell auch nachvollziehen. Nun kommt das Problem. Jetzt ist jemand als Student an der Universität und muss eine Diplomarbeit schreiben, die ihm ja gut nicht so behagt, weil er viel Wichtigeres und Dringenderes eigentlich zu bearbeiten hat. Als er nun fertig war mit der Diplomarbeit, hat er den Herrn von Weizsäcker gefragt, ob er nun promovieren könnte mit dieser einheitlichen Feldtheorie. Und da sagte nun der Weizsäcker, ich weiß es deswegen, weil ich die ganze Korrespondenz kenne und jetzt auch geerbt habe, hat er gesagt, das ist für Sie viel zu schwierig, das lassen Sie mal sein. Und dann hat der Heim gesagt, ich habe aber schon den Herrn Chlavatý darüber informiert und der findet den Ansatz doch erfolgversprechend und lassen mich doch bitte da weiterarbeiten. Da ist es nicht dazu gekommen. Das ist der Grund, weswegen der Heim nicht promoviert hat, weil er gesagt hat, na also mir ist die Arbeit wichtiger als der Titel. Das ist ein Fehler, denn in der Physik ist die Form wichtiger als der Inhalt. Das muss jeder Student von vornherein wissen. Inhalt ist nicht so wichtig. Ja, aber diese einheitliche Feldtheorie, ist ja tatsächlich etwas, nach dem Physiker jetzt ja spätestens seit Einstein vergeblich suchen, ja, offenbar. Und Burkhard Heim hat die allein gefunden in einem Jahrzehnt oder so. Und es ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass das keiner geglaubt hat, ne? Ja, ja. Also Weizsäcker hat ihm dann gesagt, also Diplomarbeit in Ordnung. Und er hat auch sein Diplom gemacht. Aber Sie wissen ja, hier in Deutschland, da muss man das Diplom, das ist wichtiger als die Doktorprüfung, machen. Heim ist dann weggegangen, hat gesagt, da kann ich in diesem Arbeitskreis im Max-Planck-Institut nicht weiterarbeiten, dann mache ich es alleine. Hm. Und Weizsäcker hat dann später, 1971, ihm noch einen Brief geschrieben, hat gesagt, ich habe keinem das zugetraut, obwohl ich ihre Fähigkeiten kannte, Ihnen nicht und niemanden. Und erst recht nicht im Alleingang, dass jemand die einheitliche Feldtheorie aufstellen könnte. Und Heim hat gesagt, ich will ja nun nicht blöffen und einfach so arbeiten, sondern ich muss zusehen, ob ich mich nicht getäuscht habe und ob es wirklich zum Erfolg führte. Und deswegen hat er nicht veröffentlicht. Erst bis er nachher vorzeigbare Ergebnisse hatte. Im Gegensatz wie es jetzt üblich ist, in der Universität,
jeder, der glaubt, dass er irgendeine Kleinigkeit weiß, muss es sofort raushauen, wird sofort veröffentlicht. Denken wir an die Stringtheorie, die viel diskutiert wird, bringt überhaupt nicht eine einzige Aussage für die Physik, aber es wird veröffentlicht und Doktorarbeiten werden geschrieben, aber für die Physik bringt es nichts, im Moment jedenfalls noch nicht. Es ist was Mathematisches und möglicherweise eine Fiktion, wie jetzt einige Nobelpreisträger auch meinen. Mhm. Aber Heim wollte sicher gehen. Er hätte das auch machen können, nicht? Seine Theorie sukzessive veröffentlichen können. Er hat es dann aber gelassen und hat erst 1970, als er fertig war, dann Weizsäcker wieder unterrichtet und gesagt, ich habe jetzt eine Strukturtheorie, also eine geometrische Theorie, sowas ähnliches wie die allgemeine Relativitätstheorie. Also Strukturtheorie heißt ja immer, dass man irgendwie die Physik geometrisch fasst. Und damit kann ich Grundzustände der Elementarteilchen beschreiben. Das heißt, die Massen der Elementarteilchen, die heute ja auch noch keiner beschreiben kann, außer ihm, das hatte er damals fertig. Und dann sagte Weizsäcker in einem Brief, dann habe ich mich wohl doch getäuscht, dann haben sie diesen schwierigen Weg doch vollzogen, aber ich halte ihre Theorie trotzdem für irrig, brauche ich gar nicht erst zu lesen, denn das schafft keiner. Das finde ich ein bisschen seltsam, sollte doch auch mal gesagt werden, wie schwierig es ist, wenn jemand nicht eingebunden ist in den Institutionen und dann trotzdem was leistet, dann mit seiner Leistung rauszukommen. Jetzt hat er dem Weizsäcker gesagt, ich habe 1250 Seiten geschrieben und kann nun publizieren. Ja, aber das ist zu viel gewesen, das macht keine Fachzeitschrift. Jetzt hat er sich an die großen Fachzeitschriften gewandt, 1970. Physical Review und Reviews of Modern Physics, Annalen der Physik, Zeitschrift für Physik. Und hat gesagt, ich gebe Ihnen erstmal die Ergebnisse bekannt. Und dann sagte jeder, also von den Zeitschriftenverlegern, wir wollen nicht die Ergebnisse haben, sondern wir wollen wissen, wie sie dazu kommen. Und dann sagte er, ja, das kann ich machen, aber das wird dann zu lang, denn ich habe eine neue Mathematik entwickelt. Ich habe ja eine Differenzenrechnung verwendet, denn, und das ist das Wichtige, Heim hat die Gravitation und die Quantentheorie schon damals vereinigt. Und was man heute in der Loop-Quantengeometrie versucht. Und da kommt es darauf raus, dass die Geometrie, also die Fläche oder Flächen oder der Raum, ja, müssen jetzt sagen, schon der geometrische Raum, aus kleinsten Flächen zusammengesetzt ist. Das hat man vor kurzem auch in der Loop-Quantentheorie gefunden. Und zwar sind die ganz klein. Die Planck'sche Länge zum Quadrat, das sind 10 hoch minus 70 Quadratmeter, also beliebig klein und winzig, aber es ist nicht mehr die die Differentialrechnung, mit der man auch Tensoren und so weiter aufstellt, zu verwenden, sondern man muss jetzt Selektoren nehmen statt Tensoren. Also jedenfalls eine ganz andere Art der mathematischen Herangehensweise. Also dann haben sich die Verleger von diesen physikalischen Zeitschriften auch wieder geräuspert und gesagt, das ist uns auch zu lang, wenn man das erst noch alles erklären will. Also blieb nichts anderes übrig, als ein Buch zu schreiben. Aber wer nimmt jetzt über mehrere hundert Seiten ein Buch entgegen? Also das war alles sehr schwierig und wir haben immer versucht, ihm mitzuhelfen. Ich war damals bei der Raumfahrtfirma, die jetzt EADS heißt, früher DASA und noch früher MBB in Ottobrunn. Und unser Chef, der auch interessiert war an neuer Raumfahrttechnologie und dem Heim auch gesagt hat, er soll mal versuchen erst, ob man ein Massenspektrum ableiten kann aus seiner Theorie, dann ist das Risiko geringer, nun gleich in die Gravitationsexperimente zu gehen. Wir haben ihm immer geholfen und haben versucht, Gelder aufzubringen, denn nebenher, und das ist einzigartig, das kenne ich von keinem anderen Physiker sonst, hat er nicht bloß als Theoretiker gearbeitet, sondern auch als Praktiker. Er hat nämlich versucht,
das, was er ganz früh schon, vor 50 Jahren, also 1957, bekannt gegeben hat, nämlich, dass sich elektromagnetische Wellen in Beschleunigungsfelder umwandeln ließen, im Experiment nachzuweisen. Nun, wenn jemand das weiß und alles genau berechnet, hat aber keine Arme, dann muss er sich die Arme irgendwie kaufen, dann muss er irgendwo auf dem Markt Leute finden, die für wenig Geld ihm das bauen. Er hat auch gelegentlich jemanden gefunden, aber das reicht dann nachher alles nicht. Diese ganzen Experimente sind bis jetzt noch nicht durchgeführt worden. Aber sehr wohl ist doch nachgewiesen worden, dass seine Berechnungen der Teilchenmassen, dieses Massenspektrum, das hat man, ich glaube, im DESY dann probiert und hat dann herausgefunden, dass er diese Massen mit einer unglaublichen Genauigkeit vorhergesagt hat. Nämlich genauer, als man messen kann. Vor 25 Jahren. Ja, also das heißt eigentlich, und dann hat man ihm vorgeworfen, dass das zu genau ist, weil er die Heisenbergsche Unschärfe fehlt. Der konnte sich das nicht vorstellen, weil bis jetzt ja noch keiner weiß, wie man überhaupt da hinkommt. Jetzt, Sie wissen vielleicht, dass man jetzt die Higgs-Bosonen sucht in CERN und dann immer noch nicht weiß, wie man mit den Higgs-Bosonen zu den Massen von Elementarteilchen kommt. Der Heim braucht die gar nicht, das geht ganz anders bei ihm. Also ich will das bloß so andeuten, wie kompliziert und wie schwierig das ist. Und wenn jemand kommt und sagt, er hat hier was, dann kann das zunächst mal gar nicht geglaubt werden. Wenn man nicht weiß, dass er schon so ein genialer Mensch von Anfang an war, mit 8 Jahren hat er 1000 chinesische Schriftzeichen gekonnt und mit 12 Jahren Nervengase hergestellt und so weiter. 2 Schulen zur gleichen Zeit besucht. Auf der einen ist er schläfrig und faul gewesen. In der Abendschule, da hat er dann auch noch ein Verhältnis mit der Biologielehrerin angefangen. Da hat er dann auch das Abitur gemacht, während in der anderen Schule, die gar nicht zum Abitur mehr gekommen sind, sondern als Soldaten zur Front einberufen wurden. Also so ein Typ ist das schon gewesen, der schon genial war. Aber wer weiß das schon? Nicht? Also es kennt ja kaum jemand. Der Einzige, der mit ihm wirklich richtig gut gearbeitet hat, das war Pascal Jordan. Der war Mitglied des Nobelpreiskomitees und war in Deutschland zu der Zeit, also in den 60er, 70er Jahren, der führende Relativitätstheoretiker. Und sie wollten beide zusammen ein Experiment machen, in dem man nachweisen wollte, ob die Gravitationskonstante wirklich konstant ist oder variabel. Also so sind die beiden zusammengekommen. Dann hat man später das Experiment aufgegeben aus anderen Gründen, weil es über die die Landung auf dem Mond dann einen Laserreflektor gab, den man dahingestellt hat, und so konnte man das ganze Experiment viel genauer und besser machen da zwischen Erde und Mond, was man hier auf der Erde hätte machen sollen. Aber so sind die beiden sich näher gekommen. Und von Pascal Jordan habe ich den Brief, dass er sagte, demjenigen, dem es gelingt, also diese Theorie, an der er noch weiter arbeitete, zu verenden, dem ist die Kandidatur für den Nobelpreis sicher. Also das ist die eine Sache. Und das andere ist, weil er so unbekannt ist, weil er alleine gearbeitet hatte, meinen die meisten, ja, das kann doch nicht sein, da ist er ja ein Spinner, wer weiß. Man wird eines anderen belehrt, wenn man seine Bücher liest. Denn schließlich ist es so gekommen, 1977 war er beim Professor Dürr, ich war mit dabei, wir haben 3 Stunden mit ihm uns unterhalten. Der Professor Dürr ist Nachfolger von Heisenberg, in dessen Zimmer und Arbeitsplatz er damals jedenfalls saß. Und er hat ihm gesagt, schreiben Sie mal ganz kurz einen Artikel für Zeitschrift für Naturforschung. Das ist eine Zeitschrift des Max-Planck-Instituts, ein Hausblatt sozusagen. Naja, und daraufhin kamen nun ganz viele Anfragen aus USA und aus Russland. Und dann hat er angefangen, das Ganze in Büchern zu schreiben. Das sind 700 Seiten. Aber wer liest das? Wenn es also sehr schwierig ist, dann guckt jeder und zu den anderen Kollegen und fragt, habt ihr das schon gelesen? Und wenn da keiner sich rührt, dann sagt jeder, ja, um überhaupt was zu sagen, oh, das ist Unsinn, da braucht man sich nicht mit zu beschäftigen.
nur ganz wenige haben sich so nebenher, wie wir ja auch. Wir haben das ja alles nicht amtlich gemacht und auch jetzt nicht, sondern arbeiten das so nebenher, nebeneinander beschäftigt, unbezahlt, aus Interesse. Dann merkt man eben erst, wie kompliziert, aber auch wie vernünftig das Ganze alles ist. Aber wie kann man denn sagen, dass es Unsinn ist, wenn er doch damit wahre Vorhersagen trifft, die nachher experimentell nachgewiesen werden? Ist doch also so vernünftig sind die Leute ja gar nicht, denn die glauben ja nicht an die vernünftigen Vorhersagen. Das ist ja der Witz. Mhm. Das sind die Vorurteile. Ich sagte ja schon, die Form ist wichtiger. Und wenn einer nicht an einem bekannten Institut arbeitet, sondern das privat gemacht hat, ist egal, warum er das nicht kann. Blind und ohne Arme und so, das ist keine Entschuldigung. Er muss auch Professor sein oder einen Doktor mindestens haben, sonst glaubt man ihm das nicht. Ja, unglaublich. Weil ich meine, Ali schreibt da im Chat, das klingt ja unglaublich, wieso hat man das noch nicht groß in der Presse veröffentlicht? Nun, er ging damals an die Presse. Vor 50 Jahren war er weltberühmt. Ja. Da ging das ja durch die ganze Presse in aller Welt und da hat man in ihm den zweiten Einstein gesehen und der Jean Cocteau hat ihn unter 8 großen Physikern, also unter Kopernikus, Einstein, Newton und so weiter, als inneres Auge auch abgebildet. Da war man also der Meinung, das ist der Durchbruch. Nur ist er in die Öffentlichkeit gegangen, weil er ja vom Max-Planck-Institut wegging und jetzt sein eigenes Institut aufgebaut hatte, in dem er die Experimente nachwas machen wollte und dazu brauchte er Geld. Und um Geld zu kriegen, hat er sich an die Öffentlichkeit gewandt. Das ist aber ein furchtbares Vergehen in der Wissenschaft. Man geht nicht an die Öffentlichkeit, bevor man Fachartikel abgesetzt hat und bevor jeder andere weiß, wie vernünftig man arbeitet. Er war ja in der Zwickmühle, der arme Kerl. Er hätte kein Geld gebraucht, wenn er selber Hände gehabt hätte. Aber so musste er Geld für Leute, die er bezahlen musste, sammeln. Und da waren es Illustrierten, auch die Bild-Zeitung und auch unser Chef Bölko, der später die Firma MBB ja leitete, der hat ihm das war glaube ich 1958, ja, 3.500 D-Mark zugesagt und Heim hat dann also schon einen Vertrag mit einem Mitarbeiter abgeschlossen. Und dann kam aber doch nicht das Geld und er hat dann bloß 1.000 D-Mark gekriegt. Na, ist klar, dass dann sein Mitarbeiter auch bald wieder abgehauen ist. Also die ganze Sache, das ist so tragisch, wenn man sieht, was die alles aufgebaut haben. Dann hat er sich ans Ministerium gewandt. Die waren erst positiv, dann doch etwas ablehnend, haben zur Deutschen Forschungsgemeinschaft ihn verwiesen. Da waren aber denn die ganzen Konditionen so, dass er sie nicht annehmen konnte, weil er die Geräte wieder abgeben musste und so weiter, nach getaner Arbeit und er hatte da was anderes damit vor. Also es gab von nirgendwoher Geld und zwar, weil die Gutachter, das ist eigentlich, sind immer die gleichen Gutachter gewesen, Nobelpreisträger, die ihm sehr, sehr geschadet haben, die böse waren, weil er in die Öffentlichkeit gegangen war, weil man das eben nicht tut. Und außerdem, und das war das Allerfurchtbarste, weil er zu den Raumfahrtfantasten gehörte, denn die großen Nobelpreisträger in Deutschland, zwei kann ich ja mal nennen, Max Born und Heisenberg, haben gesagt, das ist eine Entgleisung des menschlichen Geistes, dass man hier Raumfahrt betreiben will. Das ist heute wieder vergessen, dass die Burschen alle die Raumfahrtleute so beschimpft hatten damals und für verrückt erklärt haben. Naja, so wie man das heute macht mit Leuten, die sich mit UFOs an Universitäten beschäftigen. Das ist immer dasselbe, bloß die Inhalte wechseln, aber das Verhalten bleibt für alle Menschen. Nun, es ist, glaube ich, unmöglich, dass wir jetzt in irgendeiner Form im Detail auf seine Theorie eingehen. Ich habe also dieses Büchlein von Ihnen gelesen, also ich, trotz der Tatsache, dass ich nur einen Bruchteil davon verstanden habe, vor allem vom ersten Teil, kann ich nur jedem empfehlen, da es einen sehr guten Überblick gibt. Aber dennoch ist es, glaube ich, sehr schwierig, da jetzt auf
irgendwie zu erklären, wie es im Detail die Wirklichkeit beschrieben hat. Vielleicht, ich kann es mal ganz mit zwei Sätzen ganz kurz versuchen, bloß den Ansatz. Bitte, ja. Der Ansatz ist so, dass Heim gesagt hat, man muss bei der Gravitation auch die Feldmasse mit berücksichtigen. Nicht bloß einen Kern, also wenn man hier eine elementare Masse hat, irgendein Teilchen, dann hat ja das Gravitationsfeld eine Energie. Und die Energie ist ja wiederum proportional einer Masse, einer ganz geringen Masse. Also müsste man die eigentlich dazu setzen, also schon bei der Newtonschen Gravitationstheorie. Das muss man machen und er hat das auch getan. Außerdem gibt es noch einen zweiten Grund. Man weiß, dass ein Teilchen auch eine gewisse Compton-Wellenlänge hat. Naja gut, was das ist. Also sagen wir mal, also eine Reichweite, wenn man ein Teilchen als Welle beschreibt. Und so ist also auch müsste eigentlich das Gravitationsfeld auch eine endliche Reichweite haben. Diese beiden Sachen, wenn man das mit in die Newtonsche Gravitation berücksichtigt, kriegt man zunächst für die Gravitation ähnliche Aussagen heraus wie in der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn man so wie bei Einstein geometrisiert. Und da hat der Heim gesagt, ja wozu soll ich jetzt, wenn ich diese Newtonsche Gravitationstheorie etwas modifiziert habe, jetzt das geometrisieren und zwar bloß die Gravitation geometrisieren. Ich geometrisiere alles. Aber andererseits muss ich auch mit berücksichtigen den Quantencharakter jeder Energie, also auch der Gravitationsenergie. Wenn ich das aber mache, dann müssen die Feldgleichungen, die der Einstein hatte, umgeschrieben werden in Eigenwertgleichungen. Naja, also das ist, mehr will ich also ins Detail nicht gehen. Aber das ist der Ansatz und dann kommt man nachher zu Aussagen, dass man allein aus der Raumgeometrie, aus der Geometrie heraus, wenn die quantisiert ist, die Massen, die Teilchen als Eigenwertzustände herauskriegt. Und also ist die Materie auch nichts anderes als eine Geometrie. Aber nicht ein Punkt, wie man heute annimmt. Man sagt, ein Elektron ist so eine Art Punkt oder was. Nein, das ist also ein richtiger eigener kleiner Kosmos. Das ist schon eine ziemlich schwierige Struktur. Aber, und das ist jetzt das Wesentliche, in Heims Theorie gibt es nicht bloß die drei Raumkoordinaten, die drei Raumrichtungen, Länge, Breite, Höhe und die Zeit als imaginäre vierte Koordinate, sondern es gibt noch zwei imaginäre Koordinaten dazu. Also wir leben in einem sechsdimensionalen Raum oder in einem dreidimensionalen komplexen Raum, wenn man das so will, mathematisch ausgedrückt. Und das ist das Wichtige. Die Welt ist sechsdimensional. Nur sagt man immer, es gibt ja andere Theorien, die arbeiten auch mit mehreren Dimensionen. Das stimmt nicht. Denn die verstecken die Dimensionen. Sie brauchen die Dimensionen aus mathematischen Gründen, rollen sie dann aber in ganz, ganz kleinen Bereichen auf und lassen sie wieder verschwinden. Das sind so mathematische Tricks. Während beim Heim, die nicht kompaktifiziert sind, sagt man da, also nicht aufgerollt sind, sondern das sind echte Weltdimensionen. Da war die Frage, was ist denn die fünfte und die sechste Dimension? Und da wird es jetzt wirklich spannend. Und da geht jetzt also diese ganze Physik über in eine richtige neue Weltanschauung. Denn wenn alles sechsdimensional ist, man kann die Elementarteilchen nach Heim nur im sechsdimensionalen beschreiben übrigens, dann müssen wir ja auch sechsdimensional sein. Was passiert dann eigentlich mit den Teilen, die zurückbleiben, wenn die drei, also das Körperliche weg ist? Bleibt denn da noch was übrig? Ja, das und da wird es eben spannend. Es wird auch so spannend, dass man herausfinden muss, was ist denn die fünfte und sechste Dimension? Es ist ja, können ja nicht zwei andere Zeiten sein. So, aber es kann auch nicht sein, was man messen kann, denn dann wäre es ja schon längst entdeckt worden. Es ist also was ganz Merkwürdiges. Und da kommt er drauf, und zwar, er begründet das ganz gut, ich kann es aber hier nicht so auf die Schnelle sagen, dass die fünfte Dimension eine organisierende Koordinate, so ein Wertevorrat ist, der irgendwelche Strukturen und Systeme organisiert.
also zu Höherem bringt. Und die sechste Dimension, das ist so was Teleologisches, das bildet ab, wie in der Zeit die Organisation zu einer Idee, zu einem Muster die Organisation eben aufbaut. Und das hat natürlich ganz starke Konsequenzen, nicht bloß für die Biologie, für die Psychologie und andere Bereiche, sondern das bringt eine ganz neue Weltsicht. Denn offensichtlich müssen wir davon ausgehen, dass es in der Welt noch etwas Übergeordnetes gibt, was nicht messbar ist. Dass wir uns mit messbaren Dingen beschäftigen, das geht ja bloß auf Descartes zurück oder auf Galilei schon, dass man sagt, es gibt noch andere Dinge, die wie unsere Gefühle, das Bewusstsein und sonst was, aber das lassen wir mal weg, da können wir nichts messen. Und nun glauben viele Menschen, dass nur das real ist und dass das die Wirklichkeit ist, was man messen kann. So war es von den früheren Philosophen gar nicht gemeint. Und nun kommt er durch Heim die Sache zurück, denn jetzt weiß man, dass man wenigstens vom philosophisch-mathematischen her an die Sachen möglicherweise doch herankommt, wenn es nicht so direkt messbar ist. Informationen sind nicht richtig messbar. Wenn man irgendwas hat, eine Organisation, kann man schwer sagen, was das eigentlich ist, die Information. Und deswegen erfordert es auch, dass man nicht bloß die Logik zwischen Ja und Nein von Mengen, etwa in der Alternativlogik, die von Aristoteles stammt, arbeitet, sondern man muss, um Qualitäten auch dazu zu holen, denn das würde ja bedeuten, wenn man Informationen jetzt noch dazu nimmt, das sind ja Qualitäten, wenn man die auch noch mit berücksichtigt, dann muss man die Logik erweitern. Und das war also die schwierigste Sache, die der Heim gemacht hat. Und es bleibt in seinem Weltbild aber nicht bei sechs Dimensionen, so unglaublich es klingt. Er beschreibt dann letztendlich die Welt in einem zwölfdimensionalen Raum. Ja, das ist es ist in seiner Theorie möglich, dass es zwölf gibt. Aber mit den sechs kann man Materie beschreiben. Da kann man alles das, was wir sehen und anfassen können, kann man angeben. Und noch etwas darüber hinaus. Aber diese zusätzlichen Dimensionen, die werden als Informationsdimension bezeichnet, da passiert etwas, was man nicht richtig beschreiben kann. Also da, man kann nicht mal sagen, wie das wirkt. Es ist wahrscheinlich, dass die Statistik von da aus beeinflusst wird. Also dass die Vorgänge, die immer nach einem gewissen statistischen, nach einer bestimmten Verteilung ablaufen, dass die Verteilung von da aus hin und her geschoben wird in der Zeit. Also dann hin und her geschoben werden kann. Aber das sind Dinge, da wollte ich nicht drüber sprechen, weil das dann wieder zu weit geht. Ja, das geht dann tatsächlich sehr weit. Und er hat auch im Zuge seiner Arbeit eine eigene Logik definiert. Ja, das definiert. Ist das nicht. Sonst kann man Quantitäten und Qualitäten nicht beschreiben. Sonst kann man nicht sagen, was ist denn Organisation? Wenn er im Sechsdimensionalen diese zwei Zusatzdimensionen hat, dann kommt zwangsläufig dann eben hinein, dass wir uns mit Informationen beschäftigen müssen. Aber Informationen sind etwas Qualitatives, nichts Messbares. Und nun muss er eine Logik finden, die nun auf bestimmte Aspekte bezogen werden können. Das ist etwas anderes als die Quantenlogik, die der Weizsäcker mal entwickelt hat. Es ist hier aber notwendig, sonst kann man formal überhaupt keine Aussagen machen. Man muss ja jetzt formal, das heißt, man muss formelmäßig ausdrücken können, diese Blume ist schöner als jene. Ich sage das jetzt mal so vereinfacht. Und dazu, natürlich ist das jetzt ganz primitiv gesagt, bloß damit Sie wissen, dass das kein Mengenvergleich ist, sondern man hat hier Qualitäten und wie soll man die jetzt formal beschreiben? Das war ja immer eine Schwierigkeit. Das kann er aber jetzt. Ja. In seiner Arbeit. Nur das sind 320 Seiten, die er schon 1964 uns gezeigt hat in der Firma. Zwei Bücher,
die aber, also mit Schreibmaschinenseiten zusammengeheftet, die aber noch nicht publiziert worden sind. Ja, also das ist da arbeiten wir gerade noch dran. Die aspektbezogene Logik, ja, glaube ich, nennt er das. Und er beschreibt da Metroplexe, verschiedene Komplexität. Das ist völlig unglaublich. Also auch wenn man, wie gesagt, nur einen Teil von das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim versteht, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Okay, jetzt. Was ist jetzt eigentlich durch seine Theorie, das war jetzt auch eine Frage im Chat, durch seine ist ja eine mathematisch-physische Beschreibung der Wirklichkeit, ja, die sich auch zu, soweit man das nachgeprüft hat, als richtig erwiesen hat. Was ist denn, was wird denn da jetzt möglich? Wir haben jetzt schon diesen Feldantrieb erwähnt, als ein Beispiel. Ja. Was? Ja, nun ist das auch weiterentwickelt worden durch einen Mitarbeiter, den Herrn Dröscher aus Wien. Und der hat, was auch möglich ist, also Sie sagten es ja schon, dass bis 12 Dimensionen möglich sind, als erstmal auf 8 Dimensionen erweitert. Er spricht auch von der erweiterten Heimschen Theorie. Und da kann er noch zusätzliche neue Felder entdecken. Also wir kennen ja sonst immer die Wechselwirkung, die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung, elektromagnetische und gravitative Wechselwirkung, die 4 Wechselwirkungen kennen wir. Und jetzt gibt es noch andere Wechselwirkungen, mit denen man Gravifotonen, von denen die Physik auch nichts weiß, erzeugen kann. Und mit diesen Sachen kann man nun wieder Umwandlungen durchführen, dass man einen Gravitationsfeldantrieb, so wie was dem Heim vorschwebte, aber jetzt in einer etwas modifizierten Form durchführen kann. Und deswegen waren die Amerikaner vor 2 Jahren oder 3 Jahren, 2005, so wild in der Zeitschrift, wie hieß sie, New Scientist vom Januar 2005, war also ein Coverartikel auf der Frontseite über Hyperdrive, Forget Rockets, Bring on Anti-Gravity. Also das heißt, Hyperantrieb, vergesst Raketen und nehmt euch Antigravitation vor. Und da ging es über die Heimsche Theorie und die erweiterte Theorie vom Dröscher. Und die Sandia National Laboratories, die sind so interessiert, dass sie diese Effekte überprüfen wollen. Nun gibt es auch noch in Seibersdorf ja eine andere Arbeit von dem Professor Theimer, der entdeckt hat, dass rotierende, supraleitende Scheiben ein Gravitationsfeld mit sich ziehen am Rand, das um 12 Größenordnungen höher ist als nach der allgemeinen Relativitätstheorie, das nennt sich Lense-Thirring-Effekt, zu erwarten ist. Und kann man beispielsweise sehr gut und leicht mit der erweiterten Heimschen Theorie erklären. Das wird nämlich auch verlangt und von der Heimschen Theorie, dass sowas entdeckt wird. Das ist das eine. Aber mit diesen Sachen kann man wenig anfangen, wenn bloß am Rand der rotierenden Scheibe so ein ganz schwaches Gravitationsfeld erzeugt wird. Dröscher zusammen mit dem Professor Häuser, die haben vorgestellt bei der beim American Institute of Aeronautics and Astronautics einen Feldantrieb. Dafür haben sie auch den ersten Preis bekommen bei 150 Vorträgen, ihre war der beste. Also es wird schon beachtet, das Ganze. Da ist es so, dass eine rotierende Scheibe in einem sehr starken Magnetfeld, aber das muss so stark sein, dass man es, ja, also 1 Million Gauss, 1 Million Mal so stark wie das Erdmagnetfeld, dass man das heute noch gar nicht herstellen kann. Da gibt es so etwas wie einen Auftrieb parallel zur Rotationsachse. Und auch diese Sachen, die werden jetzt versucht bei der US Air Force, denn der Häuser ist zum Teil Amerikaner, hat da eine Firma, die werden da im Experiment
versucht durchzuführen. Die B-2-Bomber, das kam ja Ende der 80er Jahre, irgendwie sickerte das durch, sollen ja auch einen elektromagnetischen Antrieb besitzen, aber der funktioniert, glaube ich, mit dem Townsend-Brown-Effekt, oder wie der heißt. Das ist naja, zumindest... das halte ich für ein Gerücht. Okay. Aha, das ist also eine Ente. Ich nehme an, ja. Okay. Das ist genauso mit Podkletnov, dessen Experiment ist auch nicht mehr wiederholt worden. Also man hat versucht, aber nicht positiv ausgegangen. Okay. Aber aufbauend auf der heimischen Theorie, beziehungsweise mit der heimischen Theorie, könnte man nun einen Antrieb erzeugen, der es dann tatsächlich ermöglichen würde, nicht nur zu schweben, sondern natürlich ja. auch zu den Sternen zu reisen, weil die Beschleunigungen da enorm sind. Was ist denn da für ein, also welche Energien braucht man denn dann naja, aus der Theorie? Um also jedenfalls in der im ersten Abschnitt, der veröffentlicht wurde, da hat man noch versucht mit sehr hohen Magnetfeldstärken. Aber jetzt sind Deutsche und Häuser auf eine etwas günstiger Art gekommen, aber das ist noch nicht veröffentlicht worden, da kann man jetzt nichts reden. Aber wenn man das andere nimmt, wenn man jetzt also mal unterstellt, es gelänge, sagen wir mal, 1 Million Gauss zu erzeugen, das sind übrigens die Feldstärken, die um UFOs auch, jedenfalls in 3 Fällen, gemessen wurden, das sind auch Scheiben, wo der äußere Rand rotiert. Das sieht also genauso aus wie das, was hier auch versucht wird, das ist immerhin doch interessant. Und Zeug davon, dass man sich vielleicht sogar anleiten kann durch Beobachtung merkwürdiger Himmelsphänomene. Aber das bloß nebenbei. Aber da ist es möglich, wenn man also mit 1 Million Gauss arbeitet und wie die Umdrehungsgeschwindigkeit ist, müsste ich nachsehen, weiß jetzt nicht mehr, aber es ist so an der Grenze gerade, dass man das erreichen könnte, dann kann man 20 Tonnen Auftrieb bekommen. Das heißt also, damit kann man wirklich was machen. Nun ist da noch was Interessantes. Man kann über diese neue Theorie der Gravifotonen, man kann da, wenn man nämlich weiß, was Trägheit ist, bei Einstein ist nicht klar, was Trägheit ist. Man glaubt, das ist nach dem Mach'schen Prinzip, wird von der Menge der Sterne hier induziert irgendwie. Andere haben dann wieder gesagt, das kann doch nicht sein. Es muss irgendwas Lokales sein. Aber wenn man nun eine geometrische Theorie aller Teilchen hat, und das hat der Heim, dann weiß man auch, wie Trägheit entsteht. Man kann dann auch die Trägheit reduzieren. Tut man das aber, dann sind die Impulsgleichung und die Energiegleichung verletzt. Wenn man nämlich die Masse reduziert, dann müsste ja die Lichtgeschwindigkeit zunehmen. Aber auch beim Heim gibt es keine Überlichtgeschwindigkeit in unserer Raumzeit. Aber ich sagte deswegen unserer Raumzeit, denn wenn man das aber trotzdem tut, dann muss so ein Objekt ausweichen in einen Nachbarraum, in dem andere Naturkonstanten gelten. Das haben hier die Deutsche und Häuser, also die Nachfolger, Mitarbeiter vom Heim rausgefunden. So kriegen wir also hier einen ganz merkwürdigen Effekt, dass die Raumschiffe nicht durch den Raum fliegen, sondern plötzlich aus dem Raum raus sind und verschwinden. Und dann mit Überlichtgeschwindigkeit in den anderen Räumen, relativ zu unserem Raum, eine ganz schnelle Reise machen zu fernen Sternen. Das ist alles möglich. Und ich habe mich immer gewundert und sagte, oh Gott, das klingt wie Science Fiction. Aber genau für diesen Artikel haben die damals den Preis gekriegt von der AIAA in den USA. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die Beobachtungen machen, die Objekte beobachten, die genau das tun. Ja, ja. So scheint es zumindest. Ja, also, natürlich, ja. Hat sich Burkhard Heim eigentlich auch mit Energieerzeugung beschäftigt? Ich meine, ich nehme an, dass... Ja, das... Bloß da war er immer sehr vorsichtig. Er hat gesagt, also man könnte den Menschen sagen, wie man Elektronen freisetzt, und zwar also da den idealen Akku sozusagen herstellen könnte. Aber er sagt, wenn das die Menschen tun, das sagte er schon vor 50 Jahren, naja, so in den 60er Jahren sagte er das zu mir. Und ich habe mir gedacht, naja, das spinnt er aber wohl. Er sagt, was würden die machen, die Menschen? Sie würden in viele Geräte bauen und die Energie
anwenden und die Atmosphäre aufheizen, und hatte mir damals erzählt, wenn bloß die Atmosphäre um 2 Grad global sich erwärmen würde, dann gäbe es Überschwemmung. Und ich habe immer gedacht, na, das sind ja so Sachen, die Grünen vortragen. Habe das nicht ganz ernst genommen, aber er war da schon auf der richtigen Linie. Und deswegen hat er mir gesagt, ich möchte den Menschen nicht zur Verfügung stellen, wie man das Energieproblem löst. Aber das ist immer alles drin, wenn man weiß, wie die Geometrie der Materie ist. Denn das wissen ja die meisten heute nicht, gerade in der Teilchenphysik. Da bastelt man zusammen etwas, aber man weiß nicht, sind das, was man jetzt so zusammenbaut, so wie Mendeleev in einem System, sind das denn nun Punktteilchen oder haben die eine Ausdehnung oder wie sehen die überhaupt aus? Und darüber, ich meine, könnte ich etwas reden, aber da haben wir jetzt nicht die Zeit. Das kann man nachvollziehen, was eigentlich so ein Teilchen ist. Das ist nämlich eine ganz dynamische Geschichte, wo Kompression und Verdichtung und wieder Verdünnung sich ablösen, und zwar zyklisch in einzelnen Unterräumen des sechsdimensionalen Raumes. Schwer, ich habe es aber bloß mal hingestellt hier. Ja. Ah, das ist aber interessant, dass er sich an das Energiethema quasi nicht ranwagte, aber fast noch interessanter finde ich die Aussage. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Burkhard Heim glaubt, dass die globale Erwärmung womöglich durch solche Dinge entstanden ist. Ich meine, es würde dazu führen, wenn Energie nichts mehr kosten würde. Aber die Geräte, die wir jetzt einsetzen, haben in dieser Art jetzt nicht zur globalen Erwärmung beigetragen. Also das hat er nicht gesagt. Nicht unbedingt. Okay. Nein. Ah, das ist aber eine spannende Aussage. Ich meine, das Rätselraten geht ja weiter. Wir stellen zwar fest, dass es offenbar wärmer wird, auch das ist umstritten, aber es weiß ja keiner warum, so richtig. Ja. Also das könnte ein Ansatz sein. Ne? Ja, bloß das Interessanteste überhaupt, also für uns alle, ist, was uns ja direkt anbetrifft. Die Einsteinsche Theorie hat ja mit Menschen wenig zu tun. Ob das nun das Zwillingsproblem ist oder nicht, wirkt ja nicht toll. Aber in diesem Weltbild heißt es, dass wir sechsdimensional sind und dass etwas nach dem Tode zurückbleibt. Oh ja. Nämlich diese merkwürdigen Informationsmuster in einem Bildraum, wenn man so will. Es ist schwer zu sagen, weil wir immer gewohnt sind, dass Information irgendeinen Träger haben muss. Und der ist ja meistens Materie. Aber dass also freie Information möglich ist und was Bildhaftes, das können wir uns nicht vorstellen. Aber genau das ist es wohl, was dann, früher haben die Leute dann von Seele gesprochen, aber das ist was von unserem sechsdimensionalen Körper, kann man dann, es bezieht sich ja bloß auf dreidimensional, also von der sechsdimensionalen Ganzheit übrig bleibt. Es bleibt noch was übrig. Und deswegen war der Heim immer an Parapsychologie auch interessiert. Und es wäre das, was wir bis jetzt besprochen haben, nicht schon spannend genug, aber wir kommen jetzt gegen das Ende der Sendung, und eines der faszinierendsten Dinge, die, finde ich, für mich an Burkhard Heim ist das Motiv, das ihn dazu getrieben hat, diese unglaubliche Leistung zu machen. Denn er sagt selbst, dass die Heimsche Theorie, also dieses physikalische Modell, das er entwickelt hat, nur Mittel zum Zweck war. Denn er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Postmodale Zustände? Fragezeichen. Und das war eigentlich das, was ihn wirklich interessiert hat. Ja. Er hat immer gesagt, wir leben in einer Welt, in der wir bloß einen Teil wahrnehmen. Und es gibt eine übergeordnete Wirklichkeit, und man muss versuchen, da noch ranzukommen, dass wir noch da Aussagen machen, indem man aber nicht mehr richtig messen kann, aber über Umwege und indirekt sollte man da rankommen. Und dann kriegt man auch raus, was eigentlich der Sinn des menschlichen Daseins ist und ob es dann mit dem Tod zu Ende ist. Das ließe sich dann so angehen. Aber das waren mehr die philosophischen Konsequenzen. Wichtig war erstmal, dass die Grundlage stimmte. Und beim Heim ist es so, der hat nicht fantasiert und mal nehmen wir mal an, es ist das und das, sondern er sagt bloß, werden wir mal noch genauer, wie zum Beispiel, deswegen habe ich das erwähnt, mit der Feldmasse des Gravitationsfeldes, dass man die dazu nehmen müsste. Einstein wusste das auch, sagte, die ist aber so gering, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Er hätte das mal gemacht.
Das hat nämlich auf große Entfernungen doch eine Konsequenz. So kann man zum Beispiel eben über die dunkle Energie, von der jetzt so viel in der Kosmologie geredet wird, leichte Aussagen machen und eine leichte Klärung kriegen. Ja, und dann gibt es die dunkle Masse. Beim Heim gibt es ja auch noch ein neutrales Elektron. Ich nehme an, also ich ganz persönlich, auch der Heim dachte das damals, aber man muss da nicht mitgehen, dass die neutralen Elektronen sind, die in den Galaxien nicht rauskommen, weil sie auch nicht wechselwirken. Reden wir da jetzt von dunkler Materie, das war auch eine... okay. Gut, das heißt also, Burkhard Heim hat diese ganze Basis gelegt, um sich der Frage zu nähern nach dem Transzendalen, nach dem Nicht-Körperlichen, nach dem, was man eben nicht messen kann und ja, zu Galileis Zeiten vielleicht der Einfachheit halber weggelassen hat, was eine sehr vernünftige Sache war. Ja, ja. Aber er hat gesagt, es wird Zeit, dass wir die Dinge wieder in die Gleichung reinnehmen. Ja, ja. Zu welcher Aussage ist er denn dann gekommen über postmodale Zustände zum Beispiel? Ja, also für ihn war das klar, dass da etwas weiter existieren wird, und zwar als reine Information. Das ist natürlich ganz schwierig zu sagen, weil viele sagen, ja, dann muss es doch so einen feinstofflichen Körper gehen. Ja, na eben gerade nicht. Dann wäre es ja wieder leicht zu verstehen, wenn man etwas Feines, Stoffliches noch irgendwie annehmen könnte. Nein, nein, es ist jetzt noch eine reine Information, die für sich selbst so quasi als Ideen vor sich, ja, für sich in diesen Transdimensionen, also in X4, X5, X6, das sind ja imaginäre Koordinaten oder Wertevorräte. Raum ist das ja nicht. Und das finde ich eine ganz tolle Idee. Und er hat aber auch gefragt auf die, also man hat ihn natürlich gefragt, ja, glauben Sie jetzt, dass jetzt quasi es nach dem Tod weitergeht? Und ich glaube, was er dann gesagt hat, war, nun, er sieht einfach eine Möglichkeit dafür. Das hat er, und das ist, ich meine, gut, man erwartet sich vielleicht jetzt so die komplette Antwort, aber er hat zumindest mit Sicherheit sagen können, dass es einen Raum, kursiv geschrieben, vielleicht gibt, in dem die Seele, in dem die Seele unabhängig vom dreidimensionalen Körper oder in dem Bewusstsein handlungsfähig existieren kann. Ja, ja, das war das Zentrale nachher, dass er so herausarbeiten wollte. Und das ist ja eine unglaubliche Aussage. Ich meine, ja, es ist auch, also es geht ja schon so, geht ja erst langsam los, also über das Physische zum Biologischen, dann zum Geistigen. Und im Biologischen macht er auch die Aussage, dass allein durch Mutation und Selektion die Evolution nicht zu erklären ist. Und das ist von vielen Biologen ja auch schon festgestellt worden. Also der reine Darwinismus, so einfach geht's nicht. Auch nicht, wenn man sagt, auch wenn ich da beliebig Zeit habe, dann läuft's. Das stimmt nicht. Also dazu reicht die Zeit nicht aus. Sondern es muss noch etwas da sein. Und das wird auch durch diese fünfte Koordinate gesteuert. Dass etwas Organisierendes noch drüber läuft. Und da so eine Idee drüber ist, noch über allem. Und er vergleicht das immer mit einer Armbanduhr, wenn man die Einzelteile weglegt. Und dann hat das gleiche Gewicht wie die funktionsfähige Uhr, aber die funktionsfähige Uhr, die hat noch eine bestimmte Zweckmäßigkeit. Und zwar eine relative Zweckmäßigkeit für uns, weil wir daraus was sehen. Da ist Intelligenz drauf geprägt worden. Irgendetwas, so eine Art, ja, das ist das, was man nicht, etwas ein Mehr in Anführungsstrichen. Und dieses Mehr, das können Sie nicht messen. Das ist die Intelligenz, das ist, dass das funktionsfähig ist, die Information, die da drauf ist. Nicht? Die ist nicht durch Gewicht oder durch irgendwelche Maßstäbe, Längenmaßstäbe auszumessen. Und trotzdem, und so etwas, das ist diese fünfte Dimension. Damit müssen wir uns wohl anfreunden, dass es noch etwas gibt, was organisierend in der Welt wirkt. Und das Ganze erinnert mich sehr stark an den Begriff der De- oder Involution. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Involution, ja, Devolution, ja. Das heißt also, dass sich das Leben nicht aus der Materie, aus toter Materie gebildet hat, sondern eigentlich aus höheren Dimensionen herunter diffundiert ist. Ja, wenn man aber so. Er sagt nicht nur, er sagt bloß bis
Einzellern, da geht das noch. Also, aber dann, wenn sich dann neue Formen bilden, und das umschreibt er ja mit Metroplexen, die eine ganz neue Zweckmäßigkeit haben, eine immanente Zweckmäßigkeit, da kann man das nicht mehr durch Statistik, also durch Auslese, Selektion, Mutation erklären. Das läuft dann nicht mehr physikalisch ab, da kommt was anderes dazu. Also man kann sich das so vorstellen wie in einer Tropfsteinhöhle. Von oben wächst der Stein herunter und von unten nach oben und irgendwo treffen sie sich in der Mitte oder so. Ja, ja, aber ich meine, bei den allerersten Molekülen oder den großen Molekülen, Aminosäuren und so, das läuft noch alles physikalisch ab, da braucht man es noch nicht. Ja, genau, da ist es von unten. Bei höheren Lebewesen, aber da muss man es auf jeden Fall haben. Mhm. Und dann, wenn das Bewusstsein kommt, erst recht. Und über Bewusstsein hat er bis jetzt sich die interessantesten Gedanken gemacht, wenn man mal heranzieht, was so andere darüber von sich gegeben haben, dass das Bewusstsein ausgeschwitzt wird aus Hirnstrom-Dingen. Die haben gar nicht gesehen, dass dieses physikalische, diese physikalischen Ströme jetzt aber Erlebnisqualitäten erzeugen. Und Erlebnisqualitäten sind nichts Physikalisches mehr. Das ist etwas anderes. Und so gesehen reicht das Bewusstsein schon in diese anderen Transdimensionen, in die anderen Bereiche hinein. Wenn wir uns vorstellen, wir wollen jetzt einen Arm bewegen, dann passiert schon was ganz anderes. Nämlich aus diesen anderen Bereichen, wo es das Bewusstsein gibt, er spricht ja davon Aktivitätenströmen, aber das führt ja zu weit. Ich will bloß darauf hinweisen, zu sagen, dass selbst das Bewusstsein nicht in Raum und Zeit allein existieren kann und nicht ausgeschwitzt wird, sondern das ist eine eigene Qualität, die, wie Sie schon sagen, beim Tropfsteinmodell von oben mit dazukommt zu dem, was von unten praktisch von dem Materiellen physikalisch oder chemisch geliefert wird. Das heißt, er hat nicht nur klar gezeigt, dass es einen möglichen Existenzraum für die Seele gibt ohne den Körper, sondern er hat auch gezeigt, dass ein menschliches Wesen, so wie es da dasteht in seiner Pracht, nicht allein physisch sein kann, sondern dass da auch andere Aspekte beteiligt sein müssen. Ja, ja. Und er kann sogar die Stufen angeben, also für Lebewesen, dass die Säugetiere noch ein Präbewusstsein haben, das nicht vergleichbar ist mit unserem. Die Affen dann schon etwas mehr. Aber beim Menschen ist das erst ausgebildet und das ist dann transzendenzfähig. Das heißt, hier können sich diese Ideen dann so als Komplexe abbilden, dass die Idee in der Transzendenz ohne den Körper überleben kann. Bei den Tieren ist das nicht der Fall. Bei den meisten. Das Ganze ist so ein Übergang, aber man kann genau sehen, wo das rein formal bei ihm dann aufgebaut ist. Ja, und das ist auch total faszinierend, dieser Formalismus und auch, dass er zum Beispiel auch ganz klar sagt, dass die Quantentheorie nicht fundamental ist, seiner Meinung nach, sondern eben nur eine empirische Theorie und er aber wirklich eben aus der Struktur des Raumes das genau hergeleitet hat und so ja, unglaublich viel sehr interessanten Aussagen kommt, wie zum Beispiel, ich glaube, ich habe da jetzt die richtige Zahl in Erinnerung, 10 hoch 105 Jahre soll das Universum alt sein. Ja, aber ohne einen Urknall. Also ja, ja. Beim Hype, das finde ich ja auch ganz faszinierend, denn die Jungs, die also da von der Kosmologie immer bis zum Urknall gehen, die müssen ja dann erklären, was denn in diesem Gluon und Quarksee, wo der dann herkommt. Also das ist überhaupt keine Lösung. Zusammen am Anfang war das Ganze, was jetzt auch existiert, schon da und ist bloß explodiertes Unsinn. Sondern bei ihm entwickelt sich ja aus dem Nichts, und das beschreibt er ja auch, wie aus dem Nichts die Naturkonstanten erstmal durch mengentheoretische Überlegungen sich herausbildeten. Das muss ja klar sein, denn sonst sind es ja keine Konstanten, wenn sie nicht schon da waren bei der ersten Sekunde nach dem Eintritt der Welt ins Sein, müssen die Naturkonstanten ja alle schon da gewesen sein. Das kann er schon beschreiben, das finde ich auch eine ganz geniale Sache. Und auch genau her, also er kann sie genau berechnen, ja, auch die Natur. Und dann gibt es also 10 hoch 100 Jahre bloß eine Dynamik von Geometrie. Da ist noch weder
sind die Photonen, noch weder Licht ist da, noch Materie ist da. Die kommt dann erst, wenn die Flächenelemente so klein geworden sind, dass es zu Fehlstellen kommt. Dann bricht das, und zwar ganz isotrop an allen Richtungen und allen Orten, bricht das etwa so vor 20 Milliarden Jahren bis 15 Milliarden Jahren, bricht das wie so ein Feuerwerk von überall her rein in das Universum. Und deswegen stimmt das nicht, wenn man hier zurückrechnet und sagt, also die Welt begann vor 14 Milliarden Jahren mit einem ganzen großen Knallermann und alles war schon da, hat sich dann bloß verteilt. Das ist philosophisch nicht vernünftig. Er macht aber, glaube ich, auch interessante Aussagen, wohin sich dann das Universum entwickeln wird. Ja, das ist dann aber weniger interessant. Bei ihm geht es ja dann so, dass sich das alles wieder zusammenzieht und dann geht es wieder von vorne los und dann geht es wieder los und das nennt er immer ein Äon, dass die ganze Weltgeschichte, also eine Expansion gibt es beim Heim auch, es gibt bloß nicht den Knall. Bei ihm gibt es einen Ursprung, weil die erste Fläche, also die erste Kreisfläche auf einen anderen Radius gesprungen ist. Also das finde ich einen viel besseren Ausdruck als Urknall, weil es auch richtiger ist. Und dann werden die Sprünge immer schneller. Vorher war von einem Sprung zum nächsten vielleicht eine Billiarde Jahre Zeit dazwischen. Dann wurde das vielleicht Millionen Jahre, dann 1000 Jahre. Jetzt sind es 10 hoch minus 22 Sekunden, dass so etwas springt und sich teilt, dieses kleinsten Flächen. Ja, alles beschleunigt sich, was ja auch bekannt vorkommt. Und ich meine, wieder die, also wie schon oft die moderne Wissenschaft sich immer mehr der Weisheit annähert, die eigentlich in jahrtausendalten Schriften gefunden werden können. Auch diese Beschreibung jetzt zum Beispiel erinnern mich irgendwie an eine Beschreibung aus der Veda, etc. Also und auch in der Physik ist er nicht so ganz allein. Deswegen erwähnte ich auch nochmal die Loop-Quantengeometrie, die ihm so ein bisschen auch auf die Schliche kommt. Nur ist es da nicht so, dass von einer kleinsten Fläche ausgeht, die etwa so 3 Meter Durchmesser hatte und dann, das waren eine Sphärentrinität, also Kugeldreiheit, wo das Äußerste springt und die anderen nehmen dann die Radien des Vorgängers ein und so weiter und teilen sich dabei wie so eine Mola. Das ist beim Heim wesentlich und bei der Loop-Quantentheorie, da wird einfach angelagert. Da gibt es auch die kleinste Fläche, die wir heute haben, also das Quadrat der Planck'schen Länge als kleinste Fläche, Heim nennt das Metron, genau die gleiche Größe. Die meinen, dass einfach angelagert wird. Und jetzt geht es immer weiter, aber damit kann man dann eben wenig erklären. Also deswegen fand ich diese Theorie vom Heim noch interessanter und vor allen Dingen, er hat den Vorsprung, er hat die Massenformel. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch, das haben Sie sicher gelesen, was die Dame da gesagt hat von Desi, als sie gefragt wurde, was halten Sie denn davon, nicht? Da hat ja die Sprecherin von Desi gesagt, ich möchte das vielleicht nochmal schnell, wenn wir noch die Zeit haben, vorlesen. Okay, wir kommen ans Ende der Sendung. Ja, also das ist dann das noch mal ja, bitte. Also die hat die Petra Volkerts von Desi hat gesagt, also die wenigen, die Heim kannten und einige leitende Wissenschaftler sind Übereinstimmung der Meinung, dass die Massenformel auf jeden Fall eine enorme persönliche Leistung ist, vor allem in Anbetracht seines Handicaps. Andererseits sind alle der Meinung, dass sie viel zu kompliziert ist und dass selbst sehr gute Theoretiker sich mindestens ein Jahr nur mit dieser Theorie beschäftigen müssten, um sie bewerten zu können. Also das sollte vielleicht den Grund dafür angeben, weswegen sie die Theorie so wenig zur Kenntnis genommen hat. Ein Jahr für einen guten Theoretiker, um sie zu bewerten. Ja. Also okay. Ja. Nun, wie gesagt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht nur noch kurz, Arbeitskreis Heim'sche Theorie. Wenn jetzt irgendjemand, sagen wir mal, das Vorwissen auch hat und das Sitzfleisch und sich damit näher auseinandersetzen möchte, was machen Sie da und wo soll das hingehen? Was ist das Ziel des Arbeitskreis Heim'sche Theorie? Wir haben ja im Internet die Adresse angegeben, und zwar heißt die Heim-Theory, also englisch
mit Y, also Theorie, .com, heim-theory.com. Und darüber kommunizieren wir. Da stehen auch noch verschiedene Sachen da über heimische Theorie drin. Da haben wir auch versucht, die Massenformel, die allein, die nur die Massenformel 10 Seiten lang ist, wenn man sie ausschreibt, die haben wir da mal eingegeben und haben dann mit Leuten vom MIT in Amerika, in Boston, viel uns unterhalten und diskutiert und gerechnet. Und dann über die Gravitationstheorie vom Heim haben wir mit einem Herrn Manson aus Schweden Kontakte. Also wir arbeiten schon, aber jeder eben nicht bezahlt, sondern bloß nebenher aus Interesse. Okay. Und das kann man natürlich nicht lange machen, aber wir tun das jetzt wirklich aus Interesse. Okay, und das Ziel ist natürlich, ein besseres Verständnis zu bekommen und irgendwann ja, also das Ganze... Unser Ziel ist, diese ganze Theorie rüberzuschieben an eine Universität, die es wagt, sich der Sache anzunehmen. Das ist nicht ganz leicht. Ja, das glaube ich, aber ich denke mir auch irgendwie, ich meine, dieser Mann hat so viel vorweggenommen, das wäre das doch wert, ne? Ja, natürlich ist das wert, ja, in unseren Augen schon. Also, und auch für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum das noch nicht passiert ist, aber ja, großer... Es gibt Gründe dafür, doch. Ich sagte ja einige schon. Ja, ja. Dennoch, ja. Tut mir immer schwer, solche Dinge dann wirklich nachzuvollziehen. Ja, aber, ja. Aber Sie beschäftigen sich damit und ich hoffe, ja, ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute. Ja. Das ist also ganz großartig und ich hoffe auch, dass wir in Zukunft wieder mal vielleicht über ein ähnliches Thema sprechen können. Wir haben es heute schon ein bisschen angesprochen. Sie sind auch Leiter von MOVE und CES. Natürlich ein Thema, das hier sehr prominent ist in dieser Sendung und würde mich sehr freuen, auch darüber einmal was zu machen. Das können wir auch mal machen. Direkt im Anschluss an diese Sendung, also jetzt da thematisch ja. Im Anschluss an diese Sendung eigentlich. Ne? Das ja, geht ja. Eigentlich mehr oder weniger über. Das könnte man machen. Das geht ja auch nur, wenn man diese heimische Theorie hat, kann man da auch vieles verstehen. Anders glaube ich nicht. Okay. Ich danke, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben. Ja, das habe ich gerne gemacht. War eine wunderbare, sehr spannende Sendung und schönen Abend nach München. Ja, danke auch. Auf Wiederhören. Das nächste Mal Crop FM. Wieder mal viel zu schnell vergangen natürlich, aber das ist eh gut, denke ich. Wenn es nicht langweilig wird. Das nächste Mal gibt es Crop FM am 28.03.2008 in 2 Wochen. Peter Heindl ist zu Gast. Es geht um den Tolkien, um den Maya-Kalender, das Jahr 2012, wie kann es anders sein, aber auch um vieles andere mehr und um die Überlegungen, die sich Peter Heindl dazu gemacht hat und auch um die ja, möglicherweise kosmischen Einflüsse, die da wirksam werden könnten. Und ja, natürlich ein sehr spannendes Thema. Vielleicht hast du durchaus mit dem heutigen irgendwie verwandt. Und freue mich schon sehr drauf. Bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 28.03.2008 mit meinem Gast Peter Heindl. Passing once, passing twice.